Ich würde mich deutlich wohler fühlen, wenn ich über das digitale Projekt jetzt sprechen könnte, aber tatsächlich gehört das Material bzw. die Vergabe und ja, die Arbeit mit dem Archivmaterial auch zu meinem Alltag. Insofern mal schauen, wie gut ich da damit vorankomme. Ich habe gestern ein wenig durch die Reihen geschaut. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen den Film Platoon, man kann fast sagen, noch kennen. Das ist ein Film von 1986 über den Vietnamkrieg. Und es gibt ja, ich persönlich habe den nicht gesehen, aber es gibt ja immer Momente, in denen man wieder etwas Interessantes, Neues erfährt. Und vor einigen Tagen habe ich mit einem Kollegen gesprochen, der über die Zusammenhänge von Erinnerungs- und Populärkultur arbeitet an der Hebrew University in Jerusalem. Und der hat mir erzählt, es gibt in Platoon eine Szene, die eine ganz klare Referenz zur Befreiung von Bergen-Belsen zeigt. Wer den Film kennt, mag jetzt vielleicht sofort was vor Augen haben. Es geht in dieser Szene darum, dass nach einem Angriff oder Überfall oder irgendetwas Ähnlichem Leichname mit einem Bulldozer in Gruben oder Gräber geschoben werden. Wie gesagt, das Original dieses Filmstill kenne ich natürlich nicht, aber das Original ist mir selbstverständlich vertraut. Als die britischen Einheiten am 15. April 1945 nach einem Übergabeabkommen mit der Wehrmacht nachmittags das Gelände des Lagers Bergen-Belsen betraten, waren sie vollkommen unvorbereitet auf das, was sie dort vorfinden würden. In zwei benachbarten Geländekomplexen waren etwa 55.000 Menschen, die sich in den verschiedenen Stadien von Krankheit, Hunger und Verhungern befanden. Und es war vollkommen, ich glaube, die Befreier waren vollkommen überwältigt von dem, was sie dort vorfanden. Auf dem Gelände des Hauptlagers waren darüber hinaus mehrere tausend unbestattete Leichname, die denen es sich gleichermaßen anzunehmen galt wie den Überlebenden. Die Angehörigen der Army Film and Photographic Unit, die schon das Abkommen dokumentiert hatten, haben sofort begonnen zu dokumentieren, was um sie herum geschah. Und so ist bis circa Ende Mai 1945 ein sehr signifikanter Korpus von ungefähr 500 Fotografien und mehreren Stunden Filmmaterial zu dieser Phase der Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen entstanden. Neben den britischen Fotografen, den Armeefotografen, waren auch einige andere professionelle Fotografen in diesen ersten Wochen vor Ort, sind eingeladen worden, das Gelände zu besuchen und auch zu fotografieren. Das meiste Material davon ist jedoch in privaten Sammlungen verblieben oder über kleinere Agenturen vermarktet worden. Vielleicht kennt der eine oder andere die Fotografien von George Rogers, die damals von Associated Press oder für Associated Press gemacht wurden. Wichtig war aber dieser Bestand der Fotos der britischen Armee, die auch, oder es gab von Anfang an das Bestreben und unmittelbar sind diese Fotos vervielfältigt worden, innerhalb der Armee gestreut und verteilt und verbreitet worden. Dieser Tage passiert es häufiger, dass wir von Angehörigen der Befreier dann Fotoserien oder Fotoalben mit diesem Material erhalten, das damals entstanden ist. Und auch das Filmmaterial ist sofort schon Ende April verarbeitet worden, in Wochenschauen und anderen Nachrichtensendungen eingesetzt worden und zusammen mit Ausstellungen, die auch Ende April in London gleich gezeigt wurden, war das ein wichtiges Signal für, vielleicht, es hat zusammen mit dem Fotomaterial dazu gedient, die Rechtfertigung der eigenen Kriegsmaßnahmen, also
Die Bilder von Bergen-Belsen waren gewissermaßen eine Sinnstiftung für die eigene britische Kriegserfahrung. Natürlich hat von Anfang an auch die historische Dokumentation eine Rolle gespielt. Das war den Fotografen und Kameramännern sofort klar. Und ebenso auch die Beweissammlung für spätere Prozesse. Das ging sofort miteinander einher. Das habe ich jetzt. Es sind diese Bilder, die in der Nachkriegszeit die visuelle Wahrnehmung von Bergen-Belsen geprägt haben und die Vorstellung vom Konzentrationslager. Man kann jetzt auch darüber diskutieren, inwieweit es den realen historischen Ort Bergen-Belsen darstellt und inwieweit diese ikonografischen Fotos auch einen symbolischen Ort einfach zeigen, der sich im britischen Kontext immer als Belsen bezeichnet, der sich von dem historischen Ort deutlich entfernt hat. Einige Fotos sind deutlich stärker verwendet und eingesetzt worden. Ich glaube, das linke Foto ist eines, was auch in der prominenten ersten Ausstellung im Mai 1945 sehr, sehr präsent war. Das gehört sicher zu den bedeutenden darunter. Nur mit solchen ikonografischen Fotografien sind natürlich solche Assoziationen wie in dem Film Platoon möglich, weil so ein Bild von dem Bulldozer jeder kennt. Es ist dann möglich, wenn die Zuschauer, die Nutzer, die Besucher den Gegenstand der Referenz kennen, beziehungsweise wenn es ihnen eigentlich selbstverständlich ist. Sonst funktioniert es nicht und die Impulse laufen ins Leere, die so eine Assoziation bringen soll. Nochmal. Auch ein anderes, was glaube ich, also jedenfalls für mich ein ganz bekanntes, ist das linke wieder von der jungen Frau mit den Pflastern im Gesicht. Die Gedenkstätte Bergen-Belsen hat erst seit 20 Jahren überhaupt ein funktionierendes Archiv und eine Sammlung. Vorher war dafür kein Bedarf gesehen worden. Dadurch, dass die SS kurz vor der Übergabe des Lagers ihre sämtlichen Verwaltungsunterlagen vermutlich verbrannt hat, haben wir keinen Aktenbestand aus der Lagerzeit selbst. Also wir haben mit gar nichts in der Hand angefangen und das meiste Material ist erst zusammengetragen worden, als wir mit der Vorbereitung auf unsere jetzige Ausstellung Anfang der 2000er Jahre begonnen haben, wirklich weltweit zu suchen, und sehr viel Material ist in Kopien in Bergen-Belsen zusammengetragen worden und liegt dort zumindest vor. In der gleichen Zeit hat auch begonnen, dass wir noch weiter, genau, dass wir von Überlebenden und ihren Angehörigen Objekte, Materialien, Zeugnisse bekommen, die für uns sehr, sehr wertvoll sind und einen ganz wichtigen Bestandteil unserer Sammlung ausmachen. Aber es ist klar, dass man mit diesen Materialien persönliche Geschichten und Schicksale zeigen kann, aber sehr wenig die Topografie und den Eindruck von der Örtlichkeit des Lagers vermitteln kann. Das ist aber genau das, worum es in meinem Alltag oft geht. Es erreichen mich sehr oft Anfragen mit der Bitte um die Bereitstellung von historischem Fotomaterial in erster Linie. Das hat ganz unterschiedliche Hintergründe. Es sind Schüler oder Studierende, es sind Wissenschaftler, Schriftsteller, sind Filmemacher oder Journalisten und Journalistinnen. Die einfach nach Bildern suchen, die die Lagerzeit darstellen. Als Gedenkstätte sind wir da in einer Sandwich-Situation, und das kann man entweder als bequem oder aber als unangenehm ansehen.
Das liegt dann an den Personen, mit denen man darüber spricht. Wir können einfach darauf verweisen, dass wir kein Bandmaterial besitzen. Wir haben nichts, wir können nichts weitergeben. Wir könnten noch an die Kollegen in England verweisen, vielleicht einen Ansprechpartner benennen und uns dann zurückziehen. Aber das ist weder unser Interesse, noch ist es unser Auftrag. Und deswegen suchen wir natürlich nach anderen Lösungen. Man kann zum Beispiel auch mit anderem Material arbeiten, das frei zugänglich ist. Ich habe am Anfang gesagt, dass es auch andere Fotografen gab, die in Bergen-Belsen waren und dort gearbeitet haben. So gab es am 28. April den Besuch eines amerikanischen Armeeangehörigen, Charles Curtis Mitchell, der mit einem Fotografen vor Ort war und an dem Tag auch dort gearbeitet hat. Das britische Filmmaterial und Fotomaterial ist, wie gesagt, uns nicht zugänglich. Es liegt heute im Imperial War Museum und insbesondere die nicht kommerzielle Nutzung ist mit nicht unerheblichen Gebühren verbunden, die wir im Übrigen selber auch zahlen, wenn wir für Ausstellungen und andere Situationen Material dort anfragen. Dieser andere kleine Bestand von Fotos, das Mitchell-Album, weil ein Teil dieses Konvoluts ist in seinem privaten Album zusammengetragen worden, der ist heute bei den National Archives and Record Administration in den USA und steht dort entsprechend frei zur Verfügung. Natürlich ist man immer sehr froh, wenn es verschiedene Archive mit unterschiedlichen Handhabungen dieser Dinge gibt. Und ich bin sehr dankbar, dass die NARA das so oder dass es in den USA die Regelung gibt, dass man Material frei herausgeben kann. Das macht mir die Arbeit sehr leicht. Oder es erleichtert es zumindest. Aber was bedeutet das möglicherweise in der Konsequenz? Es heißt vor allem, dass an all den Stellen, wo die Interessenten an dem Material keine großen finanziellen Mittel zur Verfügung haben, für Rechteeinholung und derlei Dinge, sie sehr gerne aus pragmatischen Gründen vielleicht auf das frei zugängliche und kostenlose Material zugreifen, das aus ihrer Sicht erstmal im ersten Draufblicken genau das Gleiche transportiert wie das, was sie eigentlich haben möchten, was sie im Kopf hatten. Allerdings ist aus unserer Sicht dabei die Gefahr, dass schon jetzt ein anderes Bild von Bergen-Belsen transportiert wird. Man wird also vielleicht zukünftig häufiger das linke Foto irgendwo in Veröffentlichungen finden als das rechte. Wir könnten jetzt, ich neige jetzt dazu, da auch gleich historisch reinzugehen und das zu betrachten, aber das mache ich nicht. Man würde dann eben wieder eher das linke Foto irgendwo antreffen als das rechte, das übrigens auch zu diesen ganz ikonografischen Darstellungen gehört, von dem Mann mit der Filzkappe, der da seine Kleidung entlaust. Während die Gedenkstätte bei der Vorbereitung auf die jetzige Ausstellung, wie gesagt, vor ungefähr 15 bis 20 Jahren haben wir damit angefangen, eher bemüht war, genau diese ikonografischen Fotografien auszubalancieren mit anderen, die weniger bekannt sind, die vielleicht weniger verbraucht sind in den Augen der Betrachter, die mehr Individualisierung der Opfer auch zeigen. Haben wir jetzt vielleicht die Herausforderung, dass wir dieses britische Fotomaterial oder insgesamt das britische Material stützen und stärken und schützen sollten. Vielleicht.
Bitte? Nein, nicht schützen, aber zeigen, dass wir das zeigen mögen. Es gibt nämlich einen entscheidenden und für uns sehr wichtigen Unterschied in diesen beiden Konvoluten, und das ist schlicht und ergreifend der Umstand, dass die Briten die Perspektive der Befreier darstellen. Das ist nicht zu unterschätzen, glaube ich. Der amerikanische Bestand ist an einem einzigen Tag entstanden, und das schon 14 Tage nach dem Tag der Befreiung. Ich finde, besonders hier kann man das ganz gut erkennen, dass 3 Tage nach Befreiung das Lager einfach noch in einem ganz anderen Zustand ist. Ich will nicht in die Betrachtung reingehen. Der Fotograf ist einfach nur ein Gast vor Ort, der ist eingeladen und der hat eine Distanz zum Geschehen und nimmt das auf. Bei den Briten ist es genau anders. Die Fotografen sind Teile dieser kämpfenden Truppe, die da vorbeigezogen ist und eben in der Situation war, das Lager zu befreien, und sie sind einfach auch in sämtliche anfallenden Arbeiten einbezogen worden. Ganz am Anfang auf dem Bulldozer, das war zum Beispiel der Kameramann Mike Lewis, und das kreiert eine andere Nähe oder einfach Haltung der Fotografierenden zu ihrem Gegenstand. Ich will das nicht bewerten, wir nehmen einfach nur das als Unterschied wahr, der für uns nicht unbedeutend ist. Außerdem sind wir der Ansicht, dass pragmatische oder gar monetäre Gründe nicht ausschlaggebend sein sollten dafür, welches Material man in seine Berichterstattung, seine Darstellung eines historischen Ortes auswählt. Und die Frage ist, inwieweit es sich so jetzt verschieben wird, dass nur noch frei zugängliches und kostenloses Material diesen Blick prägen wird. Es bleibt abzuwarten, ob in Zukunft also noch Zuschauer von Platoon diese Referenz verstehen, weil diese Bulldozer im amerikanischen Material gar nicht auftauchen. Passiert es? Wie sieht es in 10 Jahren aus? Erkennt man noch die Referenz zu Bergen-Belsen? Mal schauen. Wir halten als Gedenkstätte den freien Zugriff auf das Material des IWM für sehr dringend notwendig, weil er nicht nur die Geschichte des Ortes aus der zentralen Perspektive der Befreier darstellt, sondern natürlich auch die Wahrnehmung des Ortes in der Nachkriegszeit zentral geprägt hat, vor allem im englischsprachigen Raum. War das sicher bis zu den Auschwitz-Prozessen das zentrale Symbol für den Holocaust. Uns ist eine ausgewogene Darstellung dieser unterschiedlichen Facetten von Ortsgeschichte und die Einordnung von Quellenbeständen in ihren Kontext sehr wichtig, weil man nur dann über die Auswirkungen und Nachwirkungen der historischen Geschichte, historischen Geschehnisse eine Verbindung zur Zukunft schaffen kann. Das erfolgt unter anderem über die Befähigung der Besuchenden und Nutzenden unserer Einrichtungen, nicht nur von Bergen-Belsen, sondern vieler kultureller Einrichtungen, um in unseren Quellen Multiperspektivität zu finden und wahrnehmen zu können und dann entsprechend einzuordnen. Aber dafür muss man darauf zugreifen können. Dazu bedarf es entsprechend einer offenen Zugänglichkeit dieses kulturellen Erbes in allen kulturellen Einrichtungen, und das hoffentlich einheitlich und uneingeschränkt. Vielen Dank.